Wenn du die Materialien für die Einstiegsübung entpackst, so erhältst du einen Ordner, der 5 Excel-Dateien enthält. Ich werde hier gefragt, ob ich in Zukunft immer Excel verwenden möchte, um diese Dateien zu öffnen. Das bestätige ich mit OK. Und hier hast du eine fertige Excel-Datei und es geht in dieser Übung mehr darum, zu beobachten, wie Excel eigentlich funktioniert, was alles möglich ist. In deinem Arbeitsheft hast du zu jeder dieser Dateien Aufgaben, die du mit dieser Datei zusammen lösen musst.